Hier kommen 287.506 Euro. Der BMW M6 und der Bentley Continental GT V8 treffen sich auf dem Handlingkurs von Mireval. Oder anders gesagt, die Cohibas unter den Coupés machen Dampf. Luxusschiffe, so würde ich diese beiden Autos trotz ihres hohen Gewichts niemals bezeichnen. BMW M6 Coupé mit 560 PS oder Bentley Continental GT mit 507 PS. Eine Gemeinsamkeit noch, beide treten erstmals mit dem vermeintlich kleineren Achtzylinder an. Und trotzdem, wir werden erleben, das sind echte Rennschiffe. Bentley macht ernst. 660 Newtonmeter, 507 PS Biturbo V8. Spitze 303 km/h. Verpackt in opulentem Design. Dabei ist der GT V8 nur das Basismodell. Kostenpunkt 163.506 Euro. Würdevoller kann man wohl kaum über eine Rennstrecke rasen. Per Achtgang-Automatik werden die Gänge sortiert, während die Kraft aus über 500 PS an alle vier Räder verteilt wird. Die Rundenzeit? 101 Sekunde 58. Rauchverbot beim Bentley. Der traktionsstarke Brite verbrennt kein Gummi. Allerdings fühlt es sich an, als würden Steinchen aus dem Asphalt gerissen werden. Trotz aller Kraft und Allrad, der Bentley ist mit rund 2,3 Tonnen schlichtweg zu schwer, um richtig sportlich rüberzukommen. Darüber hinweg täuscht allerdings der Sound. Im BMW M6 presst ebenfalls ein V8 Biturbo sein üppiges Drehmoment von 600 Newtonmetern ans Getriebe. 560 PS reichen für 305 km/h Spitze. Für den dicken Bayern sind 124.000 Euro fällig. Auf der Strecke durcheilt der BMW die Kurven müheloser und viel schneller als der Bentley, obwohl die Kraft nur an die Hinterräder geht. Der Fahrer kann später bremsen, die Kurvengeschwindigkeiten liegen höher. Der M6 nimmt danach wieder zügig Fahrt auf. Die Rundenzeit 95,48 Sekunden. Sobald die elektronischen Helferlein ausgeschaltet sind, darf geraucht werden. Das waren also unsere Rennschiffe. Wir haben sie gefahren, getestet, gemessen und stellen am Ende fest, wenn ich mal für den Bentley sprechen darf, ein geiler Motor, überzeugende Bremsen, die braucht dieses Schiff auch. Aber es spricht immer eine ganze Menge für den BMW, Jan. Ja, wo der Bentley dann doch luxuriöser Glide, also klassische Gran Turismo ist, da ist dann der BMW immer noch der Sportwagen und aus dieser ganzen Masse guckt dann noch Fahrspaß und Fahrverhalten raus, wo wir dann noch ein bisschen mehr dieses Rennstreckentempo gehen wollen und sehen und das hat uns überzeugt. Wenn es überhaupt noch eins gibt, das für den Bentley spricht, ich gäbe ihm einen Oscar für den Sound. Aber am Ende heißt unser Sieger ganz eindeutig BMW. Dem Bentley hängt der M6 ab. Außerdem begeistert der Bayer mit Driftkönnen. Ein schönes Konzert gibt es, wenn BMW und Bentley gemeinsam über die Piste jagen.